Ah, Hallöchen, Hashtag, Hallöchen. So, René ist heute in Form von Pummelfee im Chat. So. Also, wenn Pummelfee schreibt, ist es René, ne? Also nicht verwirren lassen, weil Pummelfee ist ja bei uns gleich im Voice-Chat, wenn wir zusammen zocken. So. Hallöchen, Miss Miri. Hallöchen, Steffi-Fee. Und Hallöchen, Hashtag, hatte ich, glaube ich, gerade gesagt. So, also, ihr seht es, mein Name wird heißen Legnisan Sun. Legnisun. Das ist definitiv nordisch. Ich habe das eruiert und erforscht heute noch. Und ich finde, der Name passt super und optimal. So, jetzt gehe ich aber erstmal rüber in den Voice-Chat, damit ich mit den Leuten mal kurz quatschen kann. Das ist ja wichtig. Hallo? Hallo. Das seid ihr ja. Hallöchen. Na? Na? So, pass auf. Ich werde jetzt mal ganz schnell den Server starten, ne? Das, ja. Mhm. Warte, der... Wir werden jetzt alle schön das Passwort leaken. Das machen wir jetzt ganz bestimmt gleich. Kalle, Mensch, danke schön für deinen Resub. Ich danke dir. Muss mal ganz kurz hier zwischenhaken. So, ich gehe auf... Und Hallöchen, Kalle. So, ich habe Uppsala angelegt. Aber ich glaube, man kann das Passwort nicht sehen, ne? Wenn ich das jetzt eingebe. Weiß ich nicht. Warte, ich mach mal einen Test. Nein, kann man nicht. So, ich mache jetzt Copy-Paste. Copy-Paste. Ich sage euch gleich Bescheid, wenn es losgeht. Bop. Starten. So, 10 Monate. Wow, auf jeden Fall, Kalle. Mega, mega lange schon, wa? So. Nicht so lange wie ich. Nee, das stimmt. Du bist ja am längsten. Weiß ich nicht, 13, ne? Ja, ja, du bist am längsten. Quasi so lange, wie ich das überhaupt mache. Ja. Das ist Support. Das ist Support. So, also er lädt jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ihr müsstet dann, glaube ich, zeitnah den Server sehen können. Upsala. Ach so, warte mal, dann kann ich ja wieder anzeigen, ja? Also, muss ja, also da wird ja sowieso nichts. Ne? Nee, du siehst nur Sterne. Ist alles gut. Muss man da einen Namen eingeben oder kann ich nicht einfach hier bei Freunde suchen und dann... Ich glaube, das geht auch. Das könnt ihr, glaube ich, auch machen. Wir sind ja über Steam, dann könnt ihr mich einfach mir quasi joinen und das Passwort eingeben. Haha, sie hat Länge gesagt. Ja, sie hat Länge gesagt, einfach so. Was hat sie? Die Länge kommt es nicht an, sagt der René. Ja, alles klar. So, jetzt kommt wieder der Text und ganz ehrlich, ich lese es nicht vor, das geht mir zu schnell. Ich habe das schon im Singleplayer gemacht, ich mache es jetzt nicht nochmal. Lest den Quatsch selber, ehrlich, vor langer Zeit und so weiter. Lest das alles selber, ihr kennt das ja schon. Ne, ihr müsst schnell lesen, Leute. Hast du jetzt schon gestartet? Ja, ja, ich habe gestartet. Ihr müsstet jetzt den Server sehen können, theoretisch. Versucht mal. Ich hoffe es, also so wie letztes Mal, David. Ja, ich weiß aber. Nee, er lädt nicht. Okay. Vielleicht bei mir lädt er. Bei dir geht's, okay, gut. Ich bin jetzt gerade mit dem Geier unterwegs. Boss Run nackt. Wir werden nicht jetzt direkt am Anfang den Boss Run machen, nackt. Wer hat das denn geschrieben? Rate mal. Ja, da sind schon wieder die Fetische, weißt du? Ja, ja. Ah. Bisschen Lurk, alles klar, Kalle. Die Pummelfee, genau. Hä, was ist hier los? Pummelfee ist am Schreiben und synchron am Reden. Krass. So, wir landen jetzt hier gleich in Uppsala. Ui, durch die Bäume. Und dann warten wir auf die Gang. Zack. So, ich stehe schon mal hier. So, lieber Chat, sagt noch Bescheid, wie das mit dem Sound so ist, ne? Ja, bin ich gut zu hören. Ich glaube, David ist richtig gut zu hören, ne? Gott. Mega laut. Nein, da hat noch keiner was geschrieben. Macht euch keinen Kopf. Tja, kannst du auch nicht abbrechen hier, ne? Nee, das kannst du nicht skippen. Sound ist gut, sagt Steffi Fee. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt habe ich mir doch ein Glas Cola geholt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum? Mm. Wollen doch gleich alle sehen, wie du, wie, keine Ahnung. Wie so ein Flummi hier gleich durch die Gegend, ja. Pandra planlos. Pandra planlos. Hallo. Hallo. Mensch. So, jetzt warten wir noch auf den anderen, der hoffentlich einen coolen Namen hat. Mal gucken. Spontan, wollt er machen? Nee, ja, ich war voll. Du warst jetzt richtig kreativ, ne? Ja, richtig kreativ und, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich bin gespannt. Achso, wir müssen den Geier noch quatschen hier, ne? Kann ich das nicht abbrechen? Den kannst du nicht abbrechen. Ach, das doch. Ich kann das gar nicht lesen. Willkommen in der 10. Weltkriege. Ich bin ja, Hugin, stimmt. Und ich wurde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Mhm. Achso, und dann darf er auch wegfliegen. Also, wir müssen eigentlich alle Steine einmal kurz angucken. Was ist das, ein Bier? Eine schöne Bierdose. Ein Energy, wa? Anders ertrage ich das. Oh Gott, es geht nur mit Alkohol. Warum tropfen wir so, fragt Steffi Fee. Wir tropfen, weil wir, glaube ich, sind wir durch den Regen geflogen? Ja. Ja, durch den Regen geflogen sind. Okay. So, also ihr seht schon hier, wir haben Hugin. Hugin ist unser treuer Begleiter, der uns hier durch die Welt führen wird und uns quasi wie so ein Tutorial-Geier, was ist er denn, Rabe, der führt uns quasi mit als Tutorial durch diese Welt, sodass wir wissen, was wir tun müssen. So, und dann haben wir hier so ein paar Steine, so Opfersteine, und die repräsentieren quasi Bosse. 5 Bosse gibt es wohl bis jetzt hier in dieser Welt und die muss man nach und nach bekämpfen. Das ist gar nicht so leicht. Das werden wir noch erleben. So, und dann haben wir hier den Wegweiser hier von Eiktür. Eiktür ist der erste Boss. Den werden wir nicht nackt bekämpfen, sondern wir werden uns vorbereiten. Das machen wir ganz in Ruhe, hoffe ich. So, und wenn wir hier auf E gehen, dann wird nämlich automatisch hier quasi der Schrein, wo wir dann Eiktür beschwören können, einmal in die Map reingepackt. Das ist die Map, Leute. Und das hier, wenn man rauszoomt, ist die komplette Map. Und das ist abartig groß. Wir haben so viel Platz, um uns hier zu entfalten. Mega krass. So, alles. Halbarg. Wahnsinn. Also alles andere werden wir jetzt nach und nach halt erkunden. Und dann schauen wir mal. So. Hey, warum tropfe ich denn? Da Ben Umdala. Das ist voll nordisch, ne? Muss man, ach nee, das hatte man automatisch registriert, glaube ich, ne? Was denn? Also wenn man da einmal drauf gedrückt hat, da auf diesen komischen Dingens hier, dann, auf den Stein. Ja, dann hast du den Marker auf deiner Karte. Ja. Genau. So, ich bin gespannt, was Uppsala für eine Welt ist. Wollen wir einfach mal loslaufen? Ja, würde ich sagen, ne? Genau, Pandra ist schon mega fleißig, absolut. Hier, guck mal, hier gibt's Bären, Leute. Oh, guck mal, und da ist so ein Dings. Hier, so ein Ausguck. Sowas nennt man einen Jägerstand. Ja, ein Ausguck, genau. Habe ich doch gesagt. Ja, Jägerstand halt, ne? Sowas brauchen wir später. Bestimmt. Ich bin schon mal am Steinefarm. Genau, also Pandra, ich muss erstmal die Namen hier angucken, damit wir nachher auch alle klarkommen. Also Pandra ist ja schon Profi, ne? Pandra hat ja schon hier quasi Endgame. Nein, hast du nicht, ich weiß. Aber du hast schon viel von Valhalla gesehen. Von Valhalla, genau, von Valheim. Also hat sich spoilern lassen, ja. Ja, ein bisschen gezockt auf jeden Fall, ne? So, mit der Ben war ich letztens kurz einmal drin, um ein bisschen was zu zeigen und zu lernen. Aber wir wissen alle, wir sind keine Profis. So. Nee. Wisst ihr Bescheid? Ne? So. Oh, da ist ein Freund. Guck mal hier vorne. Den müssen wir gleich wegboxen. Ja, ja. Da guckt er nämlich mit seinen Augen. Oh Gott, das sind 2 Freunde. Bam! Ist der Ingame-Sound laut genug, Leute? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn nicht. Ich habe voll das Gefühl, der Ingame-Sound ist bei mir voll zu laut. Hä, warte mal. Ich boxe jetzt auf dem Baumstamm rum, einfach mal so, weil ich es kann. Ist definitiv zu leise. So, jetzt. Okay. So. Oder schon eine Axt? Oh, Ich weiß, dass er bei mir völlig IO ist, das musst du mir nicht erzählen. Aber danke für die Information. Der Sound? Nee, bei mir. Ja. Ich interagiere ja auch noch nebenbei mit meinem. Ja, ja, deswegen frage ich ja, ob dein Sound IO ist. Ja, ja, meiner ist. Dein Sound, auch. Ja. Meiner war etwas leise. Unsere jetzt Meinung nicht zu Valheim, unsere Meinung zu Valheim ist, kennen wir noch nicht. Das ist genau unsere Meinung dazu. Genau, wir haben uns. Hi Jay. Genau, wir haben uns möglichst versucht, nicht zu spoilern. Und das jetzt hier zu erkunden gemeinsam.
So, warte mal, wie war nochmal hier bauen? Wie ging das denn noch? Na, erstmal brauchen wir ja über Tab hier die. Eine Keule will ich haben. So, gib mir eine Keule. Ich will auch eine Keule haben. Ja, habt ihr die Kartenmarkierung schon angemacht? Ach so, warte, siehst du? Erde? Für andere Spieler sichtbar, ne? Das machen wir jetzt, genau. Mhm. Dass wir uns gegenseitig sehen. Geh mal in die auf M. Ja. Ach da. Mhm. Genau. Und irgendwo war noch Friendly Fire, ist aber, glaube ich, original ausgestellt, ne? Mhm. So, okay. Dass wir uns nicht gegenseitig abmurksen. Wieso? Da ist doch der Spaß bei. Da kommt sie und prügelt mich direkt. Wollt mal testen? Ja, ja. So, ich brauche noch Holz. So. Ich glaube, wir sollten auch möglichst gucken, dass wir irgendwie uns irgendwo, bevor es Nacht wird, niederlassen irgendwo, ne? Oder? Sollen wir ein bisschen rumlaufen? No risk, no fun. Was ist in deinen Taschen? Das geht dich gar nichts an, Hugin. So, ich gehe weiter. So, ich brauche noch einen Stein. Da ist ein Stein. Hier liegen noch Steine. Wo liegen Steine? Habe ich mir gemobst. Ich laufe erstmal zu euch. Aber ich brauche was zu essen. Ich brauche mal hier. Pandra hat dich schon am Anfang geschlagen. Ach so. Das war die Begrüßung. Gar nicht. Das war die Begrüßung. Echt mal. Los Bärungs. Das war ein High Five. Wikinger-Style. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann, aber sammel einfach erstmal. Also Essen, glaube ich, bringt nichts, aber vielleicht kann man damit irgendwie Tränke oder sowas herstellen später. Oh, so einen schönen Löwenzahn. So einen Tee? So einen leckeren? Oh, ja. Hier gibt's Beeren. Schön, dass man Beeren findet. Dieses Beeren ist wichtig. Komm her. Zum Essen ist wichtig. Warte. Nicht zu spät. So. Ja, na toll. Ja, dafür sammle ich Steine. Ich kau dann einfach ein bisschen auf Steinen rum. Die sind sehr nahrhaft. Bestimmt. Woran erkenne ich nochmal diese Bären? Die sind rot. An den Büschen. Wow. Es gibt auch blaue Bären, aber nicht hier. Warte mal, ich baue mir jetzt erstmal eine Keule. Kann ich mir schon eine Steinaxt bauen? Natürlich kann ich mir auch eine Steinaxt bauen. Das ist auf jeden Fall und wichtig. Den Hammer kann ich mir noch nicht. Aber eine Fackel. Ah nee, Fackel haben wir automatisch. Genau, Fackel haben wir ja schon. Oh, hier liegt gut was rum. Ich hoffe ja gerade so ein bisschen, dass wir an so ein kleines Dörfchen vorbeikommen, dass wir uns kurz da mal niederlassen können. Oh, Pilze. Achso, hier Ausrufezeichen Multi sollte auch funktionieren, wenn ihr uns beide sehen wollt. Also bei mir sieht er natürlich nur in-game, weil ein Corona-Bart möchte ich nicht sehen. Achso, du hast keine Cam an? Nö. Habe ich in letzter Zeit wenig an. Aber ich hab was vorbereitet für die nächsten Streams. Oha, da hinten ist so ein... Eine Rasur hast du vorbereitet, oder was? Nee. Eine Live-Rasur? Eine Live-Rasur. Ach, Leute, hört da nicht hin. Oha, hier ist ein Berg. Ich würde gerne aber trotzdem mal jetzt mal hier was zu essen finden. Ja, alle Pilze, die du findest und Bären. Also alles einsammeln. Ansonsten kommen ja nachher noch ein paar Tierchen, die wir kaputt machen können, hoffe ich. Ich glaube, da vorne ist eine Lichtung. Es sieht gut aus. Oh, hier sind auch Bären. Zwei Büsche, drei Büsche. Ich lass die mal stehen. Ich weiß ja nicht, wo bist du denn jetzt? Ich guck mal auf die Map. Oder oben auf die Minimap, da solltest du mich oben laufen sehen. Hier ist so eine große Lichtung. Ja, das Ding ist leider, dass das nicht... Okay, ich komme da hin. Weil da sind leider keine Namen drin, ne? Und farblich sind die halt beide rot, ne? Leider ist hier kein Haus, aber eine Lichtung. Doch, hier ist ein Haus. Ich hoffe, das sind keine Bienen. Vielleicht können wir das erstmal in Beschlag nehmen. Jay, bist du eigentlich gut aus Koblenz wieder zurückgekommen? Hab gar nicht gefragt. So. Bam. Oh, hier ist eine Kiste. Kiste mit Federn. Geld. Was auch immer, wofür auch immer man das braucht. Das werden wir auch noch irgendwann erfahren. Können wir ein Auto kaufen.
Genau, dann kommen wir schneller vorwärts. So, und alles, was man... Also, hier kann man nur skillen, indem man es tut. Man muss es einfach machen. Guck mal, hier sind die Bären. Warte mal, hier ist ein Goblin oder so. Oh. Hier ist so ein komischer Zwerg. Hä, wo sind die Bären? Ach, da, diese... ein Grauling? Ich sehe den. Hä, wo denn? Wo denn? Hier. Ach nee, hier ist der Vogel. Das war der Vogel. Nee, nein, nein, das... Ah, da! Pam! Ja, mach den kaputt. Richtig schön. So. Parieren, wie mache ich denn parieren, René? Ach so, ja, mit rechte... Nee, ist das rechte Maustaste? Rechte Maustaste. Ja, okay, alles klar. Wie albern das aussieht. Lake hat natürlich alles weggeschnatzt. Ich habe gar nichts. Ja, habe ich. Das war nur ein bisschen Money und das haben wir da eh alles zusammen. So, was kann man noch bauen? Wir brauchen eine Axt. Einen Hammer. Siehst, habe ich jetzt eigentlich, kann ich jetzt einen Hammer bauen? Hammer kann auch bauen. So, ich hol jetzt hier erstmal so ein Ding weg. Hogan, du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Lost Blumen aus. Kurz bevor der Schlag dich trifft, blocken. Und dann hat man wohl mehr Damage. Okay. Ist das wie so eine Art Perk oder was? Weiß es nicht. Ah, da unten ist was. Da gehe ich jetzt hin. Da sehe ich mich drinne. Sieht aus wie so ein Plumpsklo, aber naja, ich geh mal gucken. Wir sind auch Bären. Und cool wäre auch, wenn wir irgendwo noch ein bisschen Wasser finden. Also. Dass man, ich glaube, trinken musst du ja nicht. Nee, aber für einen Hafen oder so später. Ach so. Was für ein Hafen? Na, ein Hafen, damit wir ein Schiff bauen können. Ich denke, du. Hä, was? Also hast du dich doch schon spoilern lassen. Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig. Nö, ich habe mal einfach gar nichts angeguckt. Ja, das ist schwierig. Ich habe mal einfach gar nichts angeguckt. Es war schwierig. Oh, guck mal, da kommt mein Buddy. Komm her. Kommst du nicht rüber, wa? Haha. Komm hierher. Was für ein Buddy? Hier, so ein Grauling. Der kam nicht über den Baum. Okay. Dafür musst du jetzt sterben. So. Zack. Ich glaube, ich tue mir gleich weh. Moment. Dann stunt man die Gegner, wenn man kurz vor dem Schlag blockt. Ach so. Ah. Komm schon. Unkaputtbar, ganz der Baum. Ganz viel Holz, ganz viel Holz. Holz, 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 Holz. Das können wir irgendwo her. So. Oh Gott, oh nein, ich habe hier Mikado. Ah. Was ist Mikado? So, alle Bäume fallen um. Ach so. Aua. Aua. Aber vor allen Dingen. Es tut mir leid. Nee, vor allen Dingen, er hat mich halb tot gerollt gerade. Ja, ja. Das ist so, ich finde das so gut gemacht einfach. Mega cool. Jay, hast du denselbe Valheim schon gespielt? Der ist schon wieder nicht. Ach, der ist schon wieder nicht da. Ach, das. Ach. Was soll denn das? Kannst du keinem erzählen hier. So. Hallo, ja. Guten Tag. Guten Tag. Das war. Oh, warte mal hier. Haben wir ja eigentlich eine Uhrzeit in dem Spiel? Ich höre hier doch irgendwas. Ah, schon hier. So. Ich will den machen. Was? So, komm her, du. Essen. Au. Pam.
Mal kaputt gemacht hat er ihn mal. Okay, was wollen wir denn? Wo wollen wir? Oder wie wollen wir jetzt? Wollen wir ja noch weiterlaufen und mal gucken, ob wir eine andere Stelle finden? Weil ich glaube, zu dritt können wir relativ schnell was auf die Beine stellen, was ein Gebäude. Und mir macht ja alles kaputt. Oder was meint ihr? Gar nicht. Nö, nee, gar nicht. Mann. Ja, wir können gucken, wo wir uns erstmal ein bisschen sondieren. Eine Hütte bauen. Okay. Niederlassen. Ja. Checken erstmal die Lage. Lage. Sonnenuhr? Meinst du, hier gibt es eine Sonnenuhr? Okay, ich guck mal in den Himmel und würde schätzen, es ist vom Gefühl her so 17 Uhr, 16.30 Uhr vielleicht. Hallo? Hat sich schon wieder auf. Hashtag hat eine gebaut. Kann man hier eine Sonnenuhr bauen? Was? Wollen wir hier einfach nicht auf den Berg hier oben hinbauen? Man kann eine Sonnenuhr bauen? Wie krass ist das denn bitte? Oh, hier wird schon direkt eine Werkbank gebaut. Zack. Sag ja, direkt Endgame, fertig. Alle 5 Bosse erledigt, 3 Stunden später. Schön wär's. Aber dann haben wir zumindest hier schon mal eine Anlaufstelle, ne? Dann können wir ja gleich noch ein bisschen rumlaufen und hätten schon mal was hier. Wie, was hier? Na, so ein Lagerfeuer. Ich baue jetzt hier mal so ein Lagerfeuer hin. Hier an die Seite. So. Oha. Und so ein, bloß nicht, bitte nicht wieder abfackeln, ne? So. Nö. Und dann können wir ja schon ein bisschen was brutzeln, wenn wir zwischendurch noch ein bisschen Fleisch haben oder so. Und dann können wir uns ja hier quasi wieder sammeln, bis wir dann weitersuchen. Wenn es jetzt dunkel wird, können wir erstmal ein bisschen laufen. Erstmal Fleisch finden. Ja, wollen wir ein bisschen rumlaufen? So, aber wir können das ja auch markieren hier kurz, ne? Mhm. Konnte ich denn, wo kann man sich die Sachen anziehen? Sachen anziehen? Ja. Rechtsklick, glaube ich, einfach auf die Teile im Inventar. Wenn das. Ich glaube, so war das irgendwie. Habe ich die jetzt an oder habe ich die jetzt nicht an? Notbehelfsspace. Was? Notbehelfsspace? So nenne ich sie jetzt. So. Ach so. Lagerfeuer gleich Dorfzentrum. Genau. Fertig. Ja. Kann man das Ding auch verwenden, um Sachen da einzulagern? Was hier, die Werkbank? Oder die Kiste? Nee, hier. Ja, die Kiste. Hier die Kiste, ja. Aha, siehst du? Hat er mal gemacht, hat er. Was haben wir denn hier? Was können wir denn bauen? Könnte man eigentlich. Stimmt eigentlich. Eine Hacke. Upgrade. Kann man nicht aufwerten. Ach, kann man auch nicht aufwerten. Alles klar. Okay, ich pack auch ein bisschen was rein. Was wir jetzt nicht mitnehmen müssen, zwangsläufig. Mit was macht man eine Hacke? Na. Ah, okay. Stell ich einfach mal her. Machst du schon eine Hacke? Ja, warum nicht? Ja, okay, gut. Was da ist, ist da. Nicht? Feuersteinaxt ist, glaube ich, ein bisschen besser als die klassische Axt. Ja, dann müssen wir erstmal ans Wasser. Smoke on the water. Okay, wir laufen mal Pummelfee hinterher, würde ich sagen. Ja, das würde ich zum Beispiel noch ganz cool finden, wenn halt hier die Möglichkeit bestehen würde, das farblich zu kennzeichnen, welcher. Ja, aber das kommt bestimmt noch, könnte ich mir gut vorstellen. Steuerung-Taste ist schleichen. Ah, was? Wo denn? Töte es! Wir brauchen Fleisch, wo ist es denn? Komm her, hier! Ach, da! Es ist so dunkel. Wo läufst du denn? Bleib hier. Wir haben Angst vor Feuer. Muss die Fackel aus. Mach die Fackel aus. Wir müssen die. Wir brauchen. Ja, ich mach die Fackel. Au. So, sehr gut. Essen. Oh. Mist. Die sind natürlich weitaus agroer. More agro, denn wenn es Tag ist. Also am Tag ist nicht so schlimm. Ja, nachts sind die irgendwie aggressiver. Und du solltest was essen, da Ben. Die sollten sich was schämen, sollten die sich. Das war 6 nochmal. Also hier dieser Balken, dieser. Hm? Rechts neben dem Essen, was war das? Leben oder was? Das rote, ja.
Oh, ja, der, okay, der dicke Balken. Ja, du musst unbedingt. Okay, wir können. Wir können uns auch ausruhen. Wir können uns dazu hinsetzen. Hinsetzen wir mal mit X, ja. Ah. Ich sitze auf meiner Fackel. Au. Naja, schön warm. Ja, kuschelig. Kann man machen. Jo. So. Gekochte Eier? Es ist kalt, sagt er. Agro, agro, ja? Wer kennt die Steigerung nicht? Genau. More agro denn. Am agrosten. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist oben Wasser, aber das ist ja noch nicht. Ich habe zwei Pfosten hochgebaut, große Platte drauf und einen Längspfosten. Das war denn die Sonnenuhr, Hashtag? Oder? Okay, das machen wir irgendwann mal. Das ist, glaube ich, gut. Krass. Reicht dir da, Ben? Ja, 11. Wenn ich jetzt gleich sterbe, dann sterbe ich. Ist auch frisch. Ja, aber du verlierst alle Skills, also viele. Hör auf jetzt. Wie du trotzdem weiter ballerst, ja, das obwohl war, das Vieh schon tot ist, ey. Es war ich nicht, das war, Gott also, sei, das Gott hat... Gott sei Dank haben wir keinen, Der hat einfach weitergemacht. Ich wäre jetzt schon, ich wäre schon dreimal gestorben. Ja. Locker. Hm. Wir müssen in die andere Richtung, da hinten ist Pummelfee. Ach so, ja. Jedes Mal, wenn ich mit dir spiele, das färbt ab. Dann ist man gleich automatisch wieder eine Orientierungsbox. Ja. Orientierungsklaus bitte, wenn dann richtig, ja? So. Ich finde Orientierungsbockwurst besser. Das bist du. Ich bleib dabei. Du bist eine Bockwurst. Ich bin Klaus. Ich bin eine Bockwurst alleine. Also. Da hinten läuft was. Und da fallen Sachen um. Es könnte Pummelfee sein. Was? Ja. Quasi den kompletten Wald abgerodet hier. Nein, nein. In 5 Minuten. Nee, erstmal, das nenne ich jetzt mal aber hier schelmisch. 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 Aber hier auch eine schöne Lichtung, ne? Könnte man ja. Ist auch schön, hier aber so Wasser fehlt noch so ein bisschen, ne? Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Wasser hätten. Und. Oder so ein Fluss wenigstens. Oder? Ja, Pummelfee hat schon die halbe Karte erkundet. Also eigentlich müsste sie uns sagen, wo Wasser ist. Ja, nicht, dass es bei Uppsala kein Wasser gibt. Ja, das wäre jetzt. Nee, das wäre jetzt komisch. Wasser. Das wäre jetzt. Ekelhaft. Das wäre nicht so gut. Oha, was ist denn da? Du qualmst voll, Handra. Ich? Nein. Es ist kalt, ne? Deswegen ja. Dampfst du so. Mhm,